Na, das hier sieht doch aus wie Don Kaulbarsch angeln. Und das wird auch Don Kaulbarsch angeln, denn das war ja der Hammer heute im Stream, was da so abgeht. Richtig, richtig nice. Der Hans Hansen meinte alten Don Kaulbarsch letzte Nacht richtig rausgezogen. Dann sind wir da direkt hin, zack, zum Spot und haben auch richtig rausgezogen. Also rausziehen die Brocken. Es wird langsam Abend, also perfekte Uhrzeit, um hier den Don zu testen. Und ich probiere es einfach weiter. Ich meine, ich habe das Teil ja zum Glück als Trophy abgehakt. Aber so eine super Trophy Don wäre doch was. Und neben dem, dass man natürlich hier die übertriebenen Fische haben will, die bringen auch noch gut Silber. Also in der halben Stunde war ich bei über 100 Silber in 30 Minuten und da geht ja auch noch einiges mehr als diese 100 Silber. Und neben dem Don ballern hier eben auch noch jede Menge Krebse gerade rein. Muscheln, Krebse, Don-Kaulbarsche, also kunterbunt, alles Mögliche dabei. Mal eben nach Gewicht sortieren. Aber auch Rotaugen. Auch Rotaugen sind dabei. Aber wie gesagt, eben auch ganz schöne Dons und Co. Viel Kleinkram. Ich war auch mit einem kleinen 20er Haken unterwegs und habe jetzt auch schon mal ein bisschen geändert auf 18er Haken, damit da vielleicht noch ein bisschen mehr und was Dickeres reingeht. So wie der hier. Von der Entfernung einfach so locker ausgeworfen. Ich glaube, ich teste das aber auch gleich nochmal genau von der Entfernung, dass wir dann einen Schnurclip haben. An für sich habe ich, wie gesagt, immer so knapp rausgeworfen. Ich denke mal, so um die 9 Meter werden das. Gucken wir uns gleich im Detail nochmal an. Und es geht langsam ab und es zubbelt und es zubbelt. Ja, ich würde sagen, die nächste Rute gucken wir uns einfach nochmal an hier mit dem Schnurclip genau. Wie weit das Ganze denn dann genau ist, dass man das ungefähr nachmachen kann. Vom Setup her, ja, so war das erste Setup hier. Mit 3,2 Kilo Vorfach, also relativ klein, relativ dünn. Upp, komm ran hier, die Ole Brasse. Aber fürs Don Kaulbarsch Trophy Angeln, wenn man jetzt nur auf den Don aus ist, hatte ich meine Trophy zum Beispiel auf Monoschnur 12. Dem Don ist das wohl relativ wurscht, auf was der für einen Vorfach geht oder für eine Schnur geht. Deswegen kann man da natürlich auch gerne ein bisschen dicker reingehen von der Schnur. Da muss man gar nicht so super vorsichtig mit sein. So, nochmal wieder raus damit. Irgendwo zuppelt es hier auch schon wieder. Jawohl. Und direkt wieder rausgezogen. Na, erstmal nur die ollen Brassen hier. Ich klipp das mal eben. Kommen wir hier auf 8 Meter? Kann das sein? Nee, das muss ein bisschen weiter. Gehen wir mal auf 10. Ja, ich würde sagen ungefähr 9 bis 10 Meter. 9 Meter bis 10 Meter ist, glaube ich, nicht so verkehrt. Hier ist auch noch was dran. Sehr gut. Also, das passt. Oh, die Muschel, die hätte mir im Turnier gefehlt mit 140. Das wäre es gewesen. Aber auch das ist richtig nice. Da kann man dann gleich schön nochmal ein paar Goldköder draus machen. Die nehme ich doch gerne mit. Genauso wie aus den Krebsen. Krebs-Trophys wurden gefangen und so weiter. Tja, und die fetten Rotaugen sind auch hier. Also, grundsätzlich von der Stelle her, ich meine, das sollte doch recht bekannt sein hier, 118, 124, hier vorne ist 120, 120, ich glaube, das ist das noch bekanntere, aber eben hier diese kleine Stelle lohnt eben auch richtig. Und wenn wir mal eben gucken auf der Map, auch relativ simpel, direkt am Campingplatz, ganz oben hier in der Spitze und dann das Ganze locker ausgeworfen. Also hakentechnisch, ich würde anfangen mit einem 20er Haken bis hin zu einem 18er Haken. Man hat immer mal wieder eine bessere Frequenz und auch immer mal wieder ganz gute Dons auf dem 20er Haken. Wenn man dann hier, ja, ich sag mal, gut zurechtkommt und sich denkt, ja, läuft, gute Frequenz, gute Fische, dann auch ruhig mal mit einem 18er Haken reingehen. Und na guck, die Flusskrebse nehmen wir doch auch gerne mit. Zack, wieder raus hier. Warte mal, ich muss das nochmal ein... Ich klipp das mal jetzt bei allen. Damit ich das ungefähr...
Gehen wir mal auf die 9. Ich glaube, die 9 ist es. Ja, die 9 ist es. 9 Meter. So sieht das gut aus. 10 ist das schon ein bisschen zu weit, aber 9 macht Sinn. So, nochmal wieder raus damit. Locker flockig. Und gib ihm. Ja, das sieht gut aus. Und so können jetzt auch gerne die Dons reinkommen. Von den Uhrzeiten her, ganz wichtig natürlich, Abendstunden klar, die Nacht über, aber dann auch in den Morgenstunden. Also 4 Uhr morgens, da muss dann am besten nochmal ein bisschen was reingehen. Dann können dann eben auch innerhalb von kurzer Zeit noch mehrere reinrasseln. Bis hin, ja, ich sag mal so ungefähr 10 Uhr morgens, dann reicht es auch langsam. Wenn man dann den ganzen Tag über noch hier stehen bleiben will, Klammer, kann man natürlich auch gut machen. Gerne auch nochmal sowas testen wie Zuckmückenlarve. Einer der absolut essentiellen Köder. Weil Zuckmückenlarve ja zum einen natürlich billig ist und zum anderen ganz viele unterschiedliche Fische nochmal anlockt. Also das auch nochmal wichtig, wenn man ganz viele Kaffeeaufträge absolvieren will hier am Windenbach, dann einfach hier nochmal flockig, locker flockig rein mit der Zuckmücke am Tag und dann nachts einfach hier mit Regenwurm, Mistwurm oder eben auch mit Köcherfliegenlarve testen auf Muschel, Krebs und Co. Wie gesagt, für den Don natürlich am besten die Würmer. Regenwurm würde ich einmal testen und zweimal Mistwurm und dann gucken, dass es hier lüppt. Pah, das ist doch nicht schlecht. Und ich denke schon gerade, na, der haut aber gut ab. 237, das passt doch schon richtig gut. Direkt wieder raus hier auf die 9 Meter. Und es waren auf dem 18er Haken. Na guck, 18er, der bringt doch schon wieder richtig gut Cash. Nicht mehr weit weg von der Trophy mit 250 Gramm. Ja, so soll das sein. Wettermäßig übrigens auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Hier hinten kommt es gleich eine Phase, die macht dann richtig Bock. Immer wieder gute und sehr gute Ergebnisse bei höheren Temperaturen. Man hat es häufig am Windenbach so um die 18 Grad herum. Wenn man allerdings so eine Warmphase hier hat, dann auf jeden Fall nochmal auf dem Don testen. Gerade dann halt, wenn es so um die 24, 25 Grad ist. Sensationell, da sind immer mal wieder richtig gute Trophys reingegangen. Ob der das so mag, scheint wohl so, aber es werden natürlich auch die Dons bei kühlen Temperaturen gefangen, also geht auch immer mal wieder rein. Von der Erfahrung würde ich sagen, ja, vermehrt große Dons bei warmen Temperaturen. Und ich bin jetzt gespannt, gleich in den Morgenstunden, ob da noch mal ein bisschen mehr reingeht. Tja, so ein 300er Don, das wäre doch schon richtig nice. Sie werden ja mittlerweile deutlich größer. Deswegen weiter testen. So, 3:30, es wird langsam wieder hell. Richtig nice. Und es sind auch schon ein paar große Brocken reingegangen. In der Nacht zwischendurch sogar auch noch eine olle Brasse, die ein bisschen Bock hatte. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich doch so schon wieder ganz zufrieden. Es ballern hier auch immer noch die Rekorde rein mit den Dons. Selbst der Kleine jetzt, oder ja, ich sag mal, noch nicht mal Trophy mit 230 gerade, war sogar schon ein Wochenrekord. Also, gute Chance hier noch schön Wochenrekorde abzusahnen. Durchaus möglich, dass da noch was geht. Hier ballert auch gerade einer rein beim Party-Uwe mit 252. Also, ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Durchaus möglich. Also bisher, wie gesagt, ganz okay. Schön die Krebse dabei, die Dons, die Muscheln dabei. Wir gucken natürlich gleich auch nochmal in den Kescher, was das Ganze denn so bringt. Aber ich ziehe trotz allem noch weiter durch. Wir haben es jetzt gleich erstmal 4 Uhr. Und das ist halt nochmal so eine richtig schön heiße Phase. Und dann geht es natürlich weiter. Ich sag mal jetzt so ungefähr bis 8, 9 Uhr werde ich hier auf jeden Fall noch sitzen bleiben. Und dann gucken wir gleich nochmal in den Kescher rein, ob sich das Ganze denn hier mal wieder gelohnt hat auf den Don oder nicht. Und vielleicht, ja, so hier so ein 360er, das wäre schon gewesen, wa? Das wäre schon in der Gewichtsklasse. So, ich würde sagen, das ist jetzt hier so langsam der letzte Fisch. Rausgezogen noch. Jetzt fangen schon langsam die Zopen hier an. Zobel und Zope, also eher so diese Tagsüberfische. Wir haben 8 Uhr. Vielleicht kann hier noch was reingehen. Also durchaus möglich, dass, wie gesagt, der Don ja auch bis 10 Uhr oder so mal reingeht. Es fängt das Gezuppel hier schon wieder an.
Aber ich denke mal, die Nachtfische sind jetzt hier hauptsächlich durch. Das heißt, ich gehe nochmal eben jetzt zum Fischmarkt und natürlich vorher noch zum Café. Und dann gucken wir kurz rein, was das Ganze denn hier so gebracht hat. Das packen wir schon wieder ein. War hier noch was dran? Jawohl, das nehmen wir auch noch eben mit. Okay, die wollen wir nicht, aber die reichen vielleicht noch für einen Kaffeeauftrag. Wobei ich einen Kaffeeauftrag schon abgegeben habe. Mit den Rotaugen. Ja, na komm, da ist er dran. Da hat noch eben einer gebissen. Jawohl, die Döbel. Übrigens, die Döbel liefen die Tage auch hier sehr gut. Hier natürlich dann deutlich größer reingehen mit einem Einserhaken. Und vielleicht sowas wie Grashüpfer, das einfach mal testen. Oder auch mal auf dem Tauwurm hier testen. Deutlich größer, wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen weiter auswerfen. Und dann können da auch durchaus die dickeren Döbel reingehen. So, und wir gucken natürlich als erstes nochmal ins Café, so wie immer. Ja, das waren die Rotaugen Güster. Ja, 4 Stück, die gebe ich so ab, wie sie sind. Die bringen wahrscheinlich alle, ja, das sind so gerade eben maßige. Aber die bringen im Café dann bestimmt deutlich mehr. Haben wir nochmal 10 Silber. 5 Stück, die gebe ich auch so ab. Sind nochmal 10 Silber. Sehr schön für den Barsch. Nase war nicht dabei. Die Muschel war dabei, aber nicht in dem Gewicht. Da muss ich gleich aufpassen. Denn die Muscheln, die mache ich natürlich alle zu Goldködern. Hier sind sie. Und jetzt gerade mal eben raussuchen, dass wir hier die letzte halbe Stunde haben. Exakt hier 130 Silber. In 28 Minuten. Das schmeckt doch richtig gut. Das kann man noch gut machen. Und bei dem anderen, beim Wettangeln, waren es mit Kaffeeauftrag um die 100. Beziehungsweise hier mit Kaffeeauftrag 130 plus, was hatten wir hier? 40, 50, also 150 Silber in 28 Minuten. Das kann man doch wirklich gut machen. Ich verhackstücke jetzt hier noch meine Muscheln und meine Krebse. Die mache ich alle zu Ködern. Und dann verkaufen das Ganze. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream. Live montags, mittwochs und freitags immer auf YouTube und Twitch ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.